Wenn Sie Atemnot verspüren, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie zunächst versuchen, eine für sich selbst entlastende Haltung einzunehmen. Es gibt hier die Haltung, man nennt es diese Kutschbockhaltung, indem man den Ko Oberkörper so vorbeugt und sich mit den Unterarmen, ich versuche das irgendwie ein bisschen vorzumachen, auf den Oberschenkeln abbeugt oder hier, wenn ich einen Tisch habe, die Unterarme auf dem Tisch auflege und so den Oberkörper ein bisschen vorzubeuge, weil das erleichtert einfach die Atmung sehr. Also das wäre einmal das Wichtigste, dass man versucht, eine Haltung einzunehmen, die die Atmung erleichtert. Und dann wäre es gut, wenn Sie versuchen, sich auf die Ausatmung zu konzentrieren. Also ich versuche das jetzt mal mit Ihnen zu machen. Also wir beugen den Oberkörper vor und Sie konzentrieren sich auf die Atmung und versuchen bei der Atmung darauf zu achten, dass sich der Bauch ein bisschen nach vorwölbt beim Einatmen und beim Ausatmen der Bauch wieder ein bisschen kleiner wird. Es wird nicht gleich gelingen, aber wenn Sie mit der Zeit schauen, dass Sie ungefähr doppelt so lange ausatmen, wie Sie einatmen. Also wir atmen ein, Bauch wölbt sich, wir atmen aus, Bauch wird wieder ein bisschen kleiner. Wir machen das dreimal. Wir atmen ein, Bauch wölbt sich. Wir atmen aus. Und dabei sagen Sie sich den Satz: Es geht vorbei. Immer dreimal ein- und ausatmen. Es geht vorbei. Wenn Sie im Moment ganz akut Atemnot haben, ist es vielleicht schwierig, dann tun Sie sich schwerer, dass Sie sich beruhigen. Ja? Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie zum Beispiel so eine Übung immer wieder mal zwischendurch machen, wenn Sie dran denken. Weil man kann das auch üben. Und wenn wir so eine, die Haltung üben, wenn wir diese ruhige Atmung üben, dann können wir sie in einer Situation, wo wir sie akut brauchen, viel leichter anwenden und unser Körper und unser Geist entspannen sich viel schneller und sie bekommen gleich wieder viel besser Luft. Es gibt verschiedene Übungen, die bei Schmerzen helfen können. Ich möchte mit Ihnen gerne jetzt eine Übung machen. Das nennt sich Bodyscan. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie sich jetzt entweder hinsetzen oder hinlegen, möglichst in einer Position, die für Sie so angenehm wie möglich ist. Sie dürfen sich aber auch während der Übung bewegen, also Sie müssen jetzt nicht starr liegen bleiben, aber irgendwie eine Haltung jetzt mal einnehmen, die Ihnen angenehm ist, wo Sie ohne größere Muskelanstrengung sitzen können oder liegen können. Und möchte Sie einladen, dass Sie uns einfach zuerst einmal wieder ein bisschen auf den Atem konzentrieren und nur schauen, wie ist die Atmung. Einfach mal schauen, wie die Luft in den Körper hineinströmt und wieder hinausströmt.
Und wir wandern jetzt mit unserer Aufmerksamkeit zu unseren Füßen. Wir schauen, wie fühlen sich die Füße an? Spüren Sie den Untergrund? Wenn Sie Schuhe anhaben, können Sie die Schuhe spüren. Versuchen Sie wahrzunehmen Ihre Füße. Sie kühl oder warm? Dabei atmen wir einfach weiter. Und wir gehen jetzt weiter über die Knöchel zu den Waden. Und wir entspannen die Waden. Wir lassen sie ganz los. Die Knie. Vielleicht haben Sie das Bedürfnis, das eine oder andere Bein zu bewegen. Vielleicht zwickt es irgendwo. Spüren Sie sich gleich an beide Knie? Oder gibt es Unterschiede? Wir lassen sie einfach los. Die Oberschenkel. Wir entspannen die Oberschenkel. Wir spüren, wie die Oberschenkel am Sessel aufliegen oder auf der Unterlage, Bett. Wenn wir jetzt ein Bild von unseren Füßen, Knöchel, Waden, Knie, Oberschenkel, gehen weiter zur Hüfte. Und über den Rücken hinauf zu den Schultern. Nehmen Sie sich Zeit, versuchen Sie die Unterlage zu spüren. Egal, was Sie fühlen, es ist in Ordnung. Gehen zu den Schultern, über die Oberarme, die Ellenbogen, Unterarme und die Hände. Spüren Sie noch einmal, wie Ihr Körper angenehm ruht. Eventuell spüren Sie ein bisschen ein Kribbeln in den Händen und Füßen. Eine Wärme. Wir gehen jetzt noch zum Kopf. Über den Hals zum Kopf. Über die Stirn zum Gesicht. Wir entspannen das Gesicht. Und wir nehmen es einfach wahr, wie es ist. Und wir sind ruhig. Und entspannt. Wenn Sie mögen,
Können Sie Ihren ganzen Körper noch einmal durchgehen? Nehmen Sie noch ein, zwei tiefe Atemzüge. Atmen Sie tief ein und aus. Noch einmal tief ein und aus. Und jetzt strecken wir die Zehen und die Finger und die Arme und kommen erfrischt zurück.